Es gibt zwei entscheidende Kniebeugevarianten, die für die Entwicklung deiner Beine und deines Pos ganz wichtig sind. Zum einen die klassischen Kniebeugen und die sogenannten Frontkniebeugen. In diesem Video möchte ich beide mal gegenüberstellen und sie vergleichen und dir auch sagen, welche ich an deiner Stelle hauptsächlich benutzen würde. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Jörn Giersberg, bin Personal Trainer und Experte für Abnehmen und Muskelaufbau. Und heute soll es uns wieder mal um zwei ganz wichtige Grundübungen gehen, die für deine Beine und deinen Po und auch für den gesamten Körper ganz wichtig sind. Zum einen die Kniebeugen, die klassischen Kniebeugen. Ich zeige sie dir mal hier. Ich meine die Variante mit der Langhantel hinten auf dem Nacken. Und auf der anderen Seite die sogenannten Frontkniebeugen. Das heißt, die Hantel liegt vor dem Kopf. Und das mag jetzt vielleicht für dich kein großer Unterschied sein, aber es gibt tatsächlich einen Unterschied. Und diese Unterschiede liegen vor allem darin, in den Zielmuskeln. Das heißt, es gibt hier eine kleine Abweichung, eine kleine unterschiedliche Betonung, was bei der einen Variante ist und bei der anderen nicht. Und natürlich auch die verwendbare Last. Und damit du dann in Zukunft im Training dich darauf besser einstellen kannst, möchte ich darauf mal eingehen. Wir machen es mal so. Möchte mal die Hauptvorteile beider Varianten kurz auflisten. Es gibt natürlich zahlreiche Dinge, die man dazu sagen kann, aber die beiden Hauptvorteile jeder Variante. Einmal der normalen klassischen Kniebeuge. Und hier sehe ich den Hauptvorteil darin, dass du einen besseren Halt hast. Das heißt, du hebst die Hantel aus den Kniebeugenständern heraus, legst sie auf deinen Nacken drauf und dann liegt die da im Prinzip und du kannst relativ bequem in die Hocke gehen. Vorausgesetzt, du bist im Schultergürtel beweglich genug und kannst die Arme nach hinten spannen und so auch trotzdem in dieser Position bleiben. Also ein besserer Halt ist bei den klassischen Kniebeugen auf jeden Fall gegeben. Und was ich eben schon sagte in der Ankündigung, dass man hier dadurch, dass die Hantel deutlich bequemer liegt und sicherer liegt, kann man auch mehr Last, mehr Gewicht bewegen. Was wiederum einen Vorteil hat, auch bei Frauen, gerade bei Frauen, dass dadurch natürlich die Muskelqualität und somit auch die Entwicklung von Beinen, Po und so weiter deutlich besser funktioniert. Schauen wir uns mal die Hauptvorteile der Frontkniebeugen an. Und da ist es so, dass sich dadurch, dass die Hantel vor dem Kopf liegt und ich dafür sorgen muss, wenn ich jetzt in die Hocke gehe, dass mir die Hantel nicht vorn runterrollt und auf den Boden knallt, habe ich den Vorteil, dass ich eine sehr aufrechte Position habe, eine sehr aufrechte Rückenposition. Und das kann beispielsweise auch für Anfänger, wenn sie noch nicht ganz in der Lage sind, den Rücken optimal zu halten, sehr hilfreich sein, dass man also mit einer Frontkniebeugenvariante ihnen diese aufrechte Rückenposition beibringt. Aufrechter Rücken heißt nicht, dass der senkrecht sein muss, aber zumindest ist es bei der Frontkniebeuge besser möglich, aufrechter zu bleiben als bei einer normalen Kniebeuge. Und hier gibt es natürlich jetzt bei der Frontkniebeuge einen kleinen Unterschied zu den normalen klassischen Kniebeugen, und zwar der, dass die Belastung etwas mehr auf die Oberschenkelvorderseite geht und etwas weniger auf den Gesäßmuskeln. Während ich bei den klassischen Kniebeugen die Gesäßmuskeln auch sehr gut erreiche. Klar, bei der Frontkniebeuge auch, aber bei der Frontkniebeuge kann ich es eigentlich mehr auf die Oberschenkel konzentrieren. Man sieht Frontkniebeugen hauptsächlich bei Gewichthebern, die trainieren die hauptsächlich diese Variante. Und es ist also auch so, dass bei der Frontkniebeuge dadurch, dass ich etwas aufrechter in der Position bin, weil mir sonst halt die Hantel vorne runterfallen würde, dadurch trainiere ich auch den Rückenstrecker etwas anders, aus einem etwas anderen Winkel als bei den klassischen Kniebeugen. Mein Fazit diesbezüglich lautet: Setze deinen Fokus auf die klassischen Kniebeugen, weil du natürlich dadurch mehr Gewicht bewegen kannst. Und bei der Frontkniebeuge gibt es zwei Varianten, wie du die Hantel am besten halten kannst. Ich zeige dir die mal hier. Einmal den Klassiker, so wie es auch Wettkampfgewichtheber beim Training beispielsweise machen. Das heißt, sie gehen mit den Fingern unter die Langhantel und legen die Hantel auf die Schultern im Prinzip. Und
Diese Griffvariante ist allerdings für Normaltrainierende manchmal etwas anspruchsvoll. Je nachdem, wie beweglich auch deine Handgelenke sind, gibt es hier noch die andere Lösung. Das heißt, du legst auch die Hand im Prinzip auf die Schultern und greifst aber mit den Armen oben drüber, über Kreuz, und kannst damit die Hantel auch fixieren. Finde mal heraus, welche Variante für dich angenehmer ist. Am Anfang sind Frontkniebeugen immer etwas unangenehm, weil es drückt auf der Schulter, aber man gewöhnt sich schnell daran. Und du kannst beispielsweise Frontkniebeugen auch mal nutzen für 1 bis 2 Sätze, um dich aufzuwärmen bei den Kniebeugen, um dann mit der normalen Variante weiterzumachen. So gewöhnst du dich auf jeden Fall auch an die Frontkniebeugen-Variante. Ansonsten würde ich dir empfehlen, variiere beide Lösungen, also beide Varianten, und konzentriere dich aber mehr auf die Kniebeugen.